Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Destiny mit dem Sascha. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich gucke gerade mal so durch hier, was wir hier so haben. Plus Stärke 9. Kann man eigentlich hier auch mit... Ah ja, gut, genau. Gut, wisst ihr was? Wir machen mal mit ihm, wir laden ihn einfach mal in den Einsatztrupp ein. Na komm. Denke mal, dass wir... Oh, guckt euch das mal an. Wie geil das aussieht. Oh, das sieht echt traumhaft aus, oder? Das sieht echt... Oh, Entschuldigung. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. Ja, wohin soll ich denn? Ach da. Was schießt du denn, Junge? Seine Notiz. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Crota. Ist gar nicht weit von hier. Gut. Weiter geht's. Aber wir sind ja nur Idioten unterwegs gerade, habe ich das Gefühl. Und da unten ist auch noch was. Ah, das macht richtig Spaß mit den Dingern. Hallo. Nee, das Ding will ich nicht hergeben. Gut, dann findet den Tempel Google Gandalf. Ich wollte mir das nochmal anschauen. Das sieht doch echt ein Traum, oder? Sorry, da muss ich mal gerade Screenshot von machen. Gut, weiter geht's. Mann, hier teilen sich ja gerade einiges an Spielern hier. Na gut, das sind alles nur so... Puppisch Gegner. Der Boden ist hier kilometerweit untertunnelt. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Das glaube ich auch. Da vorne, ein gefallener Hüter. Nein. Nicht gefallen. Finde den Hüter dann, da ist er doch.
nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Wer bist du? Du warst schon in der ersten Folge. Wow. Weg ist er. Wir gehen besser auf Abstand. Besser ist es ja. Der ganze Desktop ist voll mit Screenshots. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Oi, oi, oi. Dann erstmal ein bisschen Ordnung hier schaffen. Komm her. Nein, ups, einer hinter mir. Ganz ehrlich, komm mal her, Junge. Ach, die Musik vor allen Dingen dazu. Ups, falsche Waffe. Ach, ganz ehrlich, komm mal her. Jungs, kommt mal raus. Besser. Ah, verdammt. Die Musik ist Hammer. Na, kommt da raus oder soll ich reinkommen? Ich würde aber gerne noch ein bisschen hier draußen bleiben. Jetzt mich. Na, kommt her. Komm her. Das erstärkende Licht eines Geistes. Da drin. Finde den Geist. Bezwinge dich an. Okay. Ah, nein, ich tue schon wieder. Ja, ich weiß. Ja.
Warte. Ah, ich bin vergiftet, deswegen. Ah. Nein. Scheiß Hexer. Wo bist du? Hallo. Der Geist ist tot, aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen. Warum überrascht mich das jetzt gerade nicht? Müssen wir noch ein bisschen die Munition hier draußen einsammeln. Na, schade, da ist er. Na gut, alles klar. Nice! Neue Upgrades. 84 Kill, 10 Präzise, 37 Fähigkeitskill. Nett. Warum war ich denn in der ersten Folge, in den ersten, diese 45 Minuten, die ersten Mega-Folge, als ich Fan das erste Mal aufgenommen habe, so schlecht? Hier, Upgrade. Ich möchte echt mal schauen, was wir hier alles so haben. Na. Jawohl, das Ding ist besser. Ah, okay, ich kann den Helm. Nice. Was haben wir da unten noch? Okay, aber da hatten wir was Neues. Und zwar gleich zwei Sachen. Da haben wir einmal das Sahara AR2. Hat natürlich eine extrem hohe Feuerrate, aber eine ganz miese. Ach, ich kann Waffen, die ich nicht mehr brauche. Zerlegen, kriegt dafür irgendwas. Die sind einem schlechter, die brauche ich gar nicht. Die behalten wir mal. Ich habe mal den ausgeholt. Drax Kalem. Oh, wir nehmen die einfach mal. Also mit diesen Fusionsgewehren, ganz ehrlich. Aber die haben natürlich eine extrem hohe Schlagkraft, die Dinger. Gut, dann nehmen wir mal die. War wahrscheinlich absoluter Schwachsinn, was ich hier mache. Schrotflinte, Fusionsgewehr. Gut, Ziel festlegen. Ach, wir sollen mal wieder zum Turm. Da gibt es wieder ein bisschen was. Aber ein bisschen werden wir noch spielen. So 2-3 Folgen werden wir noch machen. Ich muss morgen wieder um 8 arbeiten, aber so ist das Leben. Es gibt wichtigere Sachen als Arbeit. Ich muss immer noch überlegen, wenn ich seine 36 Cent sehe, die ich verdient habe. Ja. Yeah. Hey.
Also diese Reisen, das dauert, das ist die Ladebildschirme, das ist einfach. Das dauerte ewig. Okay, wo müssen wir hin? So, einmal zu dir. Was labert die eigentlich immer? Wiedersehen. Okay. Also ganz blick ich da noch nicht, dann muss ich sagen. Ganz blick ich da noch nicht durch. Oh, der kehrt hier ganz artig. Wo ist er denn? Hä? Jetzt ist es zu riskant. Zu viele Herrscher. Zu viele Gruppen. Hä? Da geht's rein. Der Reisende ist mit dir. Danke! Gott, hier ist ja was los. Eine Schande. Sie war stark. Willkommen zurück, Warlock. Möge es dich noch höher aufsteigen lassen. Na, ja, was immer ich da gerade bekommen habe. Gut, in der Folge werden wir eh nicht mehr viel schaffen. Ich sehe gerade, wir haben nur noch anderthalb Minuten. Werden wir noch zum Waffenmeister gehen und schauen, was der uns... Und dann hinten ist noch irgendwas anderes. Bücher für die Titanen. Zu schwer. Blitzkrieger, naja. Trag das mit Stolz. Das werde ich machen. Hallo, mein Waffenmeister. Ich habe ein paar Sachen, die dich sicher interessieren, Warlock. Du hast dir bis zum nächsten Mal nicht so viel Zeit. Also, ich dachte, der hat eben eine andere Farbe. So, wähle eine Prämie. Schrotflinte. Das ist natürlich ein 72er Angriff, und das ist Schrotflinte. Was nehmen wir denn? Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Sein. Ziemlich schwer, aber schlagkräftig. Magazin 5 gegenüber Magazin 3. So, Nachladen ist etwas schneller, aber Stabilität besser, Angriff besser, Magazin ist besser. Gut.
Ich meine, oh, ich habe so ein neues Timer-Programm, das macht mir immer auf dem ganzen Display. Die Zeit ist abgelaufen. Das finde ich gut. Also ich glaube, Beutezüge sind die Sachen. Die man so unter laufende Mission macht. Okay. Ach so, ah klar. Beutezüge sind die Sachen, die man so während der laufenden Mission macht. Zum Beispiel töte 5 Geister mit Schuss in den Popus. John ist T, Johnny V. Gut, meine lieben Freunde. Wir machen mal wieder eine kurze Pause. 20 Minuten sind um. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mir in den Kommentaren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Destiny. Let's Play Destiny mit mir, dem Sascha. Dankeschön, ciao.